Guten Abend, meine lieben Bastelfreunde. Herzlich willkommen hier wieder bei Michas Modellbauwerkstatt Adventskalender. Ja, Tag 14 ist angebrochen. Wir wollen heute das nächste Türchen öffnen. Nachdem wir ja gestern den Lamborghini in der 13 hatten, wollen wir heute das 14. Türchen aufmachen. Und ich würde sagen, wir lassen uns mal überraschen, was heute drin ist. Wir zoomen auf unseren Kalender. Ich hoffe, diesmal treffe ich richtig. Es sieht doch gut aus. Da haben wir unsere Nummer 14. So, und was haben wir in unserer Nummer 14? Die Eleanor! Ja! Eleanor! Jawohl! Und da bewegen wir uns heute mit immer noch im Paket Nummer 15 mit der Ausgabe Numero 56 und 57. Beim letzten Mal habe ich das komplett vergessen, dass wir bei der Eleanor mittlerweile schon die Halbzeit haben. Mit der Ausgabe 55, die wir beim letzten Mal verbaut haben, haben wir die Halbzeit verbaut. Also die halbe Eleanor haben wir schon. Und heute geht es dann an den Beginn der zweiten Hälfte unserer Eleanor mit der Ausgabe 56 und 57. Ja, ich würde sagen, ich bereite wie immer alles hier vor. Und ihr schaut euch das schöne Intro von der Eleanor an. Bis gleich! So, meine Lieben, hier haben wir dann jetzt das Heft Nummer 15. Und da schauen wir doch jetzt mal in die Ausgabe Nummer 56 rein. Da bekommen wir diese schönen Fußmatten, die wir nur einfach einsetzen brauchen. Und zwar in unseren Fußraum, den ich hier habe. Da werden die einfach so eingeklickt. Das ist für euch jetzt schwierig zu sehen. Deswegen versuche ich mal ein bisschen näher ran zu zoomen. Oder wir machen das mal ganz anders. Vielleicht funktioniert das. So. Dann könnt ihr das besser sehen, was ich hier mache. Und zwar soll ich jetzt die Fußmatte Nummer 56a und 56b nehmen. Und jetzt muss ich mal eben die schönen Löcher suchen. Weil hier sind vorgefertigte, das könnt ihr hier auf der Rückseite sehen, Löcher. Und dann haben wir hier auch schöne Noppen. Sag ich dazu jetzt, ich sage jetzt nicht Nupsis, weil das sind echt Noppen. Und die müssen wir dann jetzt da so durchquetschen. Ihr seht, einen habe ich durch. Einen so Noppen. Und das ist
gar nicht so einfach, wie es aussieht, den da durchzukriegen. Zumal alles recht ziemlich eng ist. So. Eine haben wir. Kommen noch drei. Man kann das hier auch gut erkennen. Ups, wo seid ihr? Da seid ihr. Dass der eine Noppen hier breiter ist. Das ist dann der Anhaltspunkt, der das Ganze nämlich dann fixieren soll. So. Nehmen wir das Ganze mal andersrum, damit ihr auch was sehen könnt. So. Leider ist mir bei der Aufnahme wieder mal der Saft ausgegangen von unserer Kamera und ich habe es nicht bemerkt. Deswegen ist leider schon die Rückdinger hier drin. Ich wollte jetzt nicht wieder rauspulen. Ich gehe jetzt mal mit euch nah an die Kamera, mit der Kamera nochmal nah dran. Dann könnt ihr das dementsprechend auch sehen. So, da seht ihr die eine Seite und da seht ihr die zweite Seite. Plus hier vorne im Fußraum auf der ersten und auch auf der Beifahrerseite. Dann drehe ich das Ganze jetzt nochmal um, dass ihr so hier auch schön sehen könnt. Die Noppenfunktion. Hier sind dementsprechend die Löcher. Hier könnt ihr sehen, da wo mein Finger ist, guckt mehr raus als die anderen drei. Und auf der anderen Seite ist das ebenfalls so. Da könnt ihr das auch sehen. Da ist der Noppen, der guckt weiter raus wie die anderen drei. Und hinten haben wir dementsprechend nur zwei. Die sind beide aber gleich. So, das nochmal dazu. Und jetzt kommen wir dann zur Ausgabe Nr. 57. 57 bekommen wir dieses schöne Teil. Das ist das erste Teil für unsere Rückbank, die wir da einbauen werden. Da bekommen wir das erste Teil und wir bekommen dazu noch PS05 Schrauben. So, dann müssen wir das ganze schöne Teil mal einmal auf Kopf hier legen und das dann dementsprechend so hier anbauen. So. Und dann wird das mit 1, 2, 3, 4 PS05 Schrauben wird das Ganze verschraubt. So. Eine zur Hand. Und dann müssen wir gucken, dass wir das ganze Spielchen auch treffen. Wir haben hier in der Mitte haben wir ein, ja, wie sage ich jetzt, naja, Nupsi ist es nicht direkt, aber es ist eine Halterung, sagen wir es mal so, die wir dann da, wo wir das dann reinsetzen müssen, damit das dementsprechend passt. Und dann müssen wir das ganze Ding nur anschrauben. So, zwei haben wir. Und die dritte Schraube. Und zu guter Letzt noch die vierte Schraube. So. Dann haben wir das Ganze auch und wir sind dann dementsprechend jetzt auch soweit mit den
heutigen beiden Ausgaben, die ich machen wollte, aus dem Pack 15 mit den Ausgaben 56 und 57 von unserer Eleanor fertig. So, meine Lieben, das war's schon wieder. Die Ausgabe 56, 57 der Eleanor ist verbaut. War ja nicht viel zu tun, außer die Matten einzusetzen und ein weiteres Teil an unser Eleanor-Boden anzuschrauben. Das ging ja recht flott. Also haben wir noch ein paar Minütchen Zeit, um wieder einen Werbeblock zu machen. Und zwar immer noch am 28.12. um 21 Uhr auf dem Kanal von Patrick und Tobi von Partwork Modellbau steigt der dritte Bastelabend. Mit dabei als Gäste bin ich und der liebe Markus, der Modellbau-Onkel. Ja, auch er hat sich mal in diese liebe Runde verirrt. Das kann lustig werden. Schaltet da gerne ein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann dort wiedersehen. So, aber jetzt wieder zurück zum Tagesgeschehen. Wir müssen noch etwas machen. Nämlich das, was wir auch gestern schon vergessen haben. Unser Türchen wieder zurück an die Wand setzen. Die Eleanor will wieder zurück an die Wand. Die 13 habe ich jetzt gestern einfach schon so mal dran gesteckt. Da ist sie, weil ich das gestern leider vergessen habe. Aber, wie gesagt, ich habe es dementsprechend dann jetzt nachgeholt. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder Spaß gemacht. Seid morgen gerne wieder dabei. 19 Uhr zum Türchen Nummer 15. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt nur noch sagen, gebt dem Video einen Daumen, wenn es das euch gefallen hat. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt dem Kanal gerne, sehr, sehr gerne ein Abo. Aktiviert dazu noch am besten die Nachrichtenglocke, dann erfahrt ihr, wann das nächste Video hier online gehen wird, was ich gerade schon gesagt habe, morgen 19 Uhr. Und gebt auch mal gerne ein bisschen Feedback von euch. Darüber würde ich mich auch riesig freuen. Also, in diesem Sinne, Glück auf, macht's gut. Bleibt gesund, bleibt weiter besinnlich und bis morgen, meine Lieben. Ciao!